Moin bei kugelbahn.de. Kugelrennen sind ja eine relativ beliebte Sache, lassen sich mit Gravitracks aber eigentlich ein bisschen beschwerlich bauen, weil man halt nur die eine Spur zur Verfügung und so muss man dann ein bisschen tricksen mit schnellen und langsamen Schienen nach der Weiche zum Beispiel oder eben mit Trichtern, wo die Kugeln sich schon mal überholen können. Eine Alternative wäre noch die O-Schiene, wo halt eine Kugel über das Loch drüber rollt und die, die direkt nachfolgt, die Möglichkeit hat, durch das Loch vor der vorher drüber gerollten zu fallen und damit auch einen Überholvorgang zu machen. Ich habe mir etwas überlegt, wie man das vielleicht ein bisschen verbessern könnte, indem man die Bahn einfach breiter macht und somit der Kugel die Möglichkeit gibt, sich zu überholen. Und ob das geklappt hat und wie das funktioniert, das seht ihr jetzt in dieser Folge vom Kugelbahnlabor. Racetracks heißt das System, was ich mir dazu überlegt habe. Und ironischerweise hat The Masked Marble letzte Woche auf seinem Kanal auch ein Video dazu veröffentlicht, denn es gibt jemanden aus den USA, der dieses ähnliche System bereits bei Etsy anbietet. Wie gesagt, das Video verlinke ich mal hier oben in der Infokarte. Und zwar geht es um diese Schienen letztendlich, die halt Platz für zwei Kugeln nebeneinander bieten und damit eine breitere Rennstrecke als diese normale Gravitrack-Spur das alleine macht. Und wenn man diese Schienen jetzt mal dreht hier, sieht man, dass da auch drei Löcher drin sind. Ich glaube, so sieht man es noch ein bisschen besser. Jawohl, denn die dienen halt dafür, dass man da Blockaden reinsetzen kann, wie diese Halbkurven, da laufen die Kugeln drauf und werden dann umgelenkt oder gebremst quasi und die nachfolgende Kugel hätte dann theoretisch die Möglichkeit, hier auf der anderen Spur zu überholen, wenn jetzt die Sachen nicht da drin wären. Einmal gibt es also diese Option und dann habe ich so drei Hecke überlegt noch, die nicht ganz so weit in die Spur reinragen und wo die Kugeln auch mal eher dran vorbeilaufen können, während die vordere zum Beispiel hier etwas gebremst wird. Da bleibt die nächste vielleicht dann nicht hängen und kann sich so einen kleinen Geschwindigkeitsvorschuss sichern. Und als drittes Teil habe ich mir bisher überlegt und gedruckt, eine Enge sozusagen ist so eine Art Torbogen, wo halt auch nur eine Kugel auf einmal durchlaufen kann. Und die aufmerksamen Beobachter werden es schon gemerkt haben, diese Schienenteile kann man natürlich nicht einfach in irgendeinen beliebigen Kurvenstein reinhängen, weil diese Haltenasen viel zu weit auseinander sind und dafür gibt es natürlich dann auch Spezialkurvensteine, so wie diesen hier zum Beispiel, wo man diese Schienenteile dann problemlos reinhängen kann. Und die Spur hier in den Kurven ist natürlich genauso breit wie die auf den Schienen. Um in dieses System reinzukommen, benötigt man natürlich einen Zulaufstein und zwar ist das dann dieser hier, der oben drei Zuläufe bietet und unten lässt sich die Schiene dann einhängen und so können zum Beispiel zeitgleich drei Kugeln dort reinlaufen oder eben zwei von der Seite. Auf jeden Fall ist das der Eingang in das Schienensystem rein. Und wo ein Eingang ist, gibt es natürlich auch einen Ausgang. Und der ist relativ simpel gestaltet. Der geht halt von dieser breiten Spur einfach auf eine einzelne Spur weiter. Ließe sich natürlich auch als Weiche bauen, dass es halt dann hier links und rechts rausgeht. Auch mit weichen Schalter wäre möglich, aber das sind ja alles nur Prototypen, die ich jetzt vorstelle. Und Kurven gibt es natürlich noch. Und was es natürlich auch gibt, sind Geraden. Hier ist eine, ich habe sie gerade nicht gesehen. Und da laufen die Kugeln halt dann einfach nur geradeaus durch. Das sind quasi die Schienenverbinder. Selbstverständlich probieren wir das jetzt auch aus und zwar gleich an zwei Beispielbahnen. Die erste Bahn ist so eine Rennbahn wie im Stil von Marble Racing League. Das heißt, zwei Kugeln treten gegeneinander an und wo natürlich auch die Möglichkeit besteht, es bleibt mal eine Kugel hängen oder fliegt aus der Bahn. Die dotzen sich gegenseitig aus der Bahn, bleiben mal in der Weiche hängen. Schauen wir uns gleich alles an. Und die zweite Strecke ist halt ein ganz normaler Rundkurs, der mit Hilfe eines 3D-Liftes mehrmals befahren wird. Und auch hier sind diese Schienen natürlich im Einsatz. Und wir gucken uns mal an, wie gut die Kugeln da überholen können. Und jetzt viel Spaß dabei!
Ja, legen wir mal los mit dem Kugel-gegen-Kugel-Rennen hier, wie bei der Marble Racing League das immer so ist. Und ich nehme den ersten Lauf hier mal als Streckenerklärung, weil die blaue Kugel jetzt da oben liegen bleibt. Und hier geht es an die Lever rauf und dann einmal zurück in den Mixer, der die Kugel dann nur nach eine Richtung rauslässt. Und dann geht es nochmal die Lever rauf und dann hier Richtung Zielgerade. Nochmal ein paar Hindernisse mit den Racetracks da drinne und dann läuft hier Silver Senior jetzt ins Ziel. Und wir können gleich das nächste Rennen starten, das ist jetzt Silver Senior gegen Unicorn und wer zuerst aus den Startern rauskommt, landet eigentlich auch immer zuerst im Kugelfänger. Also Überholmöglichkeiten bieten sich hier auf den Racetracks eigentlich überhaupt gar nicht und hier gucken wir jetzt mal, wie das hier weitergeht und die beiden kommen beide zu schnell aus dem Mixer und bleiben leider in der Weiche hängen. Silver Senior gegen Gold Rush, das sieht gut aus für Gold Rush hier, sollte man meinen, aber Silver Senior kann sich da durchdrücken und trotzdem hat Gold Rush jetzt die Nase vorn, ist zwar nicht unbedingt als erstes im Lever, ist jetzt wieder hinten dran und durch den Mixer schaffen sie es aber beide und dann könnten jetzt beide es auch mal im Ziel schaffen und wie gesagt, hier gibt es halt theoretische Überholmöglichkeiten, aber praktisch sind die in den Racetracks durch die Blockaden hier eigentlich gar nicht vorhanden. Und jetzt nochmal Silver Senior gegen Red Dead, heißt er, ne? Ja, heißt er. Und hier in den normalen Gravitrack-Sachen und in den 3D-Druckteilen sind deutlich mehr Überholmanöver derzeit möglich als auf diesen breiteren Racetracks, eben weil die Kugeln auch nacheinander da reinlaufen und nicht so wirklich gleichzeitig und sich dadurch irgendwo überholen könnten. Jetzt nochmal ein weiteres Rennen mit Green Shift gegen Gold Rush. Ich kann mit den Namen gerade nicht alle zurechtrufen. Und hier geht Gold Rush jetzt auf jeden Fall in Führung und mal gucken, ob das so bleibt und ob er auch im Ziel landet, aber beide bleiben dort hängen. Okay, also zur zweiten Rennstrecke, der Rundrennstrecke mit 3D-Lift, wo die Kugeln halt mehrere Runden zurücklegen werden. Und hier geht es erstmal durch einen Parcours, durch die Racetracks und dann in einen Trichter. Und dann geht es hier schnell bergrunter mit einem Hindernis drinne in den Kugelfänger rein, auf die Jump Rail drauf. Im Prinzip dasselbe Prinzip wie eben bei der anderen Strecke und dann wieder in den Lift rein und dann nach oben. Apropos oben, wir gucken uns das Ganze natürlich von oben an hier und man sieht, wie die Kugeln aus dem Starter starten. Es ist eine simulierte Startreihenfolge sozusagen, wie in einem richtigen Rennen, wo die Kugeln ja auch hintereinander loslaufen würden, beziehungsweise die Fahrzeuge. Und jetzt geht es hier den Lift dann rauf und hier kommt Gold Rush jetzt als erstes aus dem Lift raus, nimmt theoretisch den längeren Weg, würde die Unicorn, ist das glaube ich, direkt dahinter sein im Lift, dann würde diese dort überholen können. Was natürlich jetzt nicht geklappt hat, weil die weiter zurück lag. Und man sieht auch hier schon ganz deutlich, wie weit die Kugeln schon auseinander sind. Und zu Überholmanövern kommt es eigentlich nur in den Gravitracks-Sachen, weil sie halt auch darauf ausgelegt sind und gebaut sind so. Und in den Racetracks selber gibt es eigentlich so gut wie überhaupt keine Überholmanöver hier zu sehen während diesem Rennen. Die nächste Idee war dann halt, die Kugeln mal als Tross starten zu lassen, sprich sie nicht nacheinander aus dem Starter rauszuschießen, sondern einfach mal direkt auf der Bahn alle Kugeln auf einmal losrollen zu lassen. Aber auch hier trennen sich die Kugeln viel zu schnell voneinander durch den Trichter und durch den Lift und somit entsteht dazwischen einfach viel zu viel Abstand, um hier irgendwelche Rennsituationen, naja, künstlich herbeizuführen.
Ja, Fazit zu den Racetracks. Eigentlich funktionieren die Dinger ja ganz gut. Was allerdings nicht zustande kommt, was ja eigentlich der Plan war, dass die Kugeln sich dort drinnen selber überholen. Was natürlich zum einen daran liegt, dass die Blockadeteile, die man hier in die Seiten reinstecken kann, an den Seiten halt auch nur sitzen und nicht mittendrin, wobei der Platz ja auch begrenzt ist nur und diese Blockadeteile dann halt auch nur eine begrenzte Breite haben dürfen, um die Kugeln irgendwie zu bremsen. Ist sicherlich eine machbare Sache. Allerdings sind dann natürlich auch Löcher in den Bahnen drinne, wo die Kugeln dann auch drüber rollen, wenn gar keine Blockaden reingesteckt sind. Die Dinger sehen dann aus wie so eine durchschnittliche deutsche Autobahnbrücke. Was halt auch bremst an dieser Rundrennstrecke hier, ist der Trichter, weil die Kugeln da halt doch länger brauchen. Aber das ist eine super Überholmöglichkeit und die Jump Rail war halt auch eine gute Überholmöglichkeit, wenn die ersten drüber wegrollen und die Nachfolgekugeln dann wieder da vorher durchs Loch fallen als die vorher durchlaufende Kugel. Und Nachteil an dieser Rundstreckenkugelbahn ist auf jeden Fall der Lift, weil die Kugeln eben immer im selben Abstand, wenn sie denn gleichmäßig hintereinander in den Lift reinlaufen, immer im selben Abstand nach oben transportiert werden und dadurch eine Lücke entsteht, die man hinterher nur baulich schließen kann. Aber trotzdem zieht es diesen ganzen Kugeltross einfach ziemlich auseinander. Und diese Überholmöglichkeiten, wie gesagt, auf den Racetracks. Ich schau mal, ob ich da vielleicht noch eine Idee habe, wie man das verbessern könnte. So, wenn ihr eine Idee habt, wie man das verbessern könnte, dann schreibt das unten in die Kommentare. Und ansonsten verbleibe ich wie immer mit: lasst ein Like da, abonniert kugelbahn.de. Vielen Dank fürs Zuschauen und aktiviert natürlich auch das Bimmelbammel-Glöckchen, denn dann werdet ihr informiert, wenn es hier das nächste Video gibt. Ja, und tschüss.